Weiter geht's in Riva. Es ist Nacht und wir schleichen durch den... Garten des... Magiers. Wie kommen wir hier hinaus? Ah ja. Schnell mal, schnell weg hier. Die Musik macht einen ja wahnsinnig. Achso. Hier müssen wir raus. Und gleich ist die Stimmung wieder glänzend, wie die Musik es ankündigt. Ne, komm. Nachdem uns der Sumpf die Stiefel weggebrutzelt hat. Unter anderem auch die 7-Meilen-Stiefel, ärgerlicherweise. Will Xania mal die Gruppe hinaus teleportieren. Auf der anderen Seite des Flusses setzt sich das Boot mit dem Hohlberger Haffel in Bewegung. Nach wenigen kräftigen Ruderzügen legt er auf eurer Seite am Steg an. Ich habe ihn schon gesehen, ruft er euch freudestrahlend zu. Mein guter Reto ist durch den Fluss geschwommen, wartet sicher zu Hause auf mich. Wollt ihr zu Haffel ins Boot steigen? Hier glaube ich noch die Anmerkung, also es reicht glaube ich für die Hauptqueste, die Tiere freizulassen. Man muss gar nicht den Magierturm erkunden. Wir steigen aber ein. Haffel legt sich ordentlich in die Riemen, um gegen die starke Strömung anzukommen. Auf der anderen Flussseite legt er am Steg an. Oh, jetzt müssen wir wieder noch mehr gehen, oder was? Konnte man hier nicht... nächtigen? Ja, dann machen das die Helden nochmal. Kann ich mich eigentlich auch hier durch die Gegend teleportieren? Jawoll. Das ist möglich. Das ist ja wunderbar. Dann flugs vor die Stadttore. So. Und die Gruppe atmet auf. Endlich wieder zurück in der Stadt. Ja. Ich glaube, wir können neue Stiefel gebrauchen. Grummel, grummel. Aber 7-Meilen-Stiefel kriegen wir nicht mehr. Tja. Naja, gut. Schwund ist überall oder so ähnlich. Wir noch erhöhen könnten. Eria kann das vielleicht gebrauchen. So. Und die Wirselkräuter mal wieder zurück. Auch ja, wir haben ja Yoruga zum Tod werfen. Die können wir auch gleich noch verkaufen. Pfeile. Und Stiefel. Ja, Dankeschön.
So. Alle atmen auf. Endlich nicht mehr barfuß unterwegs zu sein. So, und dann wollen wir nochmal unsere Kräutersammlung etwas ausdünnen. Ja, davon können wir 15 verkaufen. Oh, Alraunen. Auch ordentlich was verkaufen. Belmart. Boah. Brauchen wir eigentlich auch nicht so viel. Aber Geld brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Naja gut, dann... Oder das heißt ein bisschen Geld doch, weil wir doch einige starke Zaubertränke gebrauchen könnten. 6 Stück. Boah, 7. Jo. So, dann wollen wir dann hastig schüttet Xania gleich mal 2 davon runter. Das dauert ja sonst eine halbe Ewigkeit, zu regenerieren. Und nochmal die Fläschchen verkaufen wieder hier. Oh, Edelsteine hat der liebe Arbosch noch in der Tasche. Können wir gleich mal verkaufen. Gut. Jetzt macht sich auch Müdigkeit bereit und alle haben nur noch im Sinn, das nächste Gasthaus anzusteuern. Ja. Und sie haben Hunger und stürzen sich förmlich aufs Essen. So, die Herren werden sich nochmal um... Ach nee. Michalgier wirft erleichtert den Schleifstein weg, den braucht er schließlich nicht mehr. Er hat jetzt auch eine magische Axt und er macht mal hier ein Schnäpschen auf zusammen mit Arbosch. Der Spiegelpanzer. Was konnte der nochmal Tolles? Ich glaube, der... Wow, ja. Der erhöht die Magieresistenz. Und das magische Kettenhemd. Oh, der Ringelpanzer. Tja. Der ist über. So. Mirel wird nochmal versuchen. Mirel wird versuchen zu. Meditieren, wozu hat sie denn den schönen Tonnes? Jawohl. Xania auch. Und dann kann sich Mirel nochmal um die Wunden von Xania kümmern. Und können nochmal beide eine Tanele einnehmen. Dann dürfen sie eigentlich auch relativ schnell wieder vollständig regeneriert sein. So, ach ne. Doch ein bisschen früh. Noch einen kleinen Imbiss. Und noch ein bisschen aufs Ohr legen.
Und schon geht's allen wieder blendend. So, und ab zu den Hohlbergern. Schließlich haben wir hier die Tierchen freigelassen. Die Hohlberger freuen sich wie kleine Kinder, als sie erfahren, dass der Magier besiegt ist. Ihr seid die Helden der Sippe und gerne beantworten die Schwarzpelze alle hier eure Fragen. Schon bald stellt ihr fest, dass es mit der Intelligenz der Hohlberger nicht sehr weit her ist. Ordu Gulek, der einen guten Eindruck auf euch gemacht hat, ist mit Sicherheit um einiges klüger als seine Artgenossen. Ordu hat euer Problem bald erkannt und beginnt seine Leute zu befragen. Schließlich führt er eine halbwüchsige Hohlbergerin zu euch. Das Mädchen berichtet etwas aufgeregt und in schlechtem Gareti von ihrem letzten Besuch bei den Orks. Die Erzählung beginnt euch bald zu langweilen und ihr überlegt bereits, wie ihr die Kleine elegant wieder loswerden könnt, als Mireille plötzlich hellhörig wird. Moment, unterbricht sie das Kind, was waren das für Geschenke? Geschenk für große Ork, Radebrecht das Mädchen. Macht gut Gefühl für Riva und Handel Gorm. Ordo unterhält sich längere Zeit mit der Kleinen, dann wendet er sich an euch. Die Angehörigen des Mädchens waren vor etwas mehr als 2 Jahren auf einem Handelszug zu den Orks und haben unter anderem Geschenke an die Orkführer überbracht. Interessant ist dabei die Tatsache, dass diese Geschenke von dem Händler Gorm Doldrecht in Auftrag gegeben wurden. Das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Die Bürger Rivas handeln mit den Orken, doch machen sie ihnen keine Geschenke. Nun werden auch die Eltern des Mädchens hinzugezogen, um den Zeitpunkt der Bescherung zu bestimmen. Mireille sträuben sich die Haare. Kurz bevor die Orkkriege begannen. Neria blickt Mireille erwartungsvoll an. Das ist doch genau das, wonach wir suchen, oder nicht? Eine Spur, nickt Mireille. Nicht gerade großartig, aber es könnte tatsächlich einen Zusammenhang geben. Alle Orks erheben sich wegen einiger Geschenke, sinniert Xania. Das scheint mir aber ziemlich unwahrscheinlich. So, dann stürmen wir doch gleich weiter und suchen Gorm Doldrecht auf. Da sitzt der Schlawiner. Oh, das lustige Spitzohr zwinkert irgendwie aus dem Augenwinkel in unsere Richtung. Was darf es denn sein? Dienstbeflissen kommt der Händler näher. Zunächst eine Auskunft bitte, antwortet Awosch forsch. Gorm lacht fröhlich. Keine großen Umwege, das ist in Ordnung. Was wollt ihr denn wissen? Die Hohlberger haben von Geschenken erzählt, die ihr an die Orks verteilen ließet. Der Händler unterbricht Awosch schnell. Die lügen! Ich habe nie Geschenke verteilen lassen und schon gar nicht an die Orks, schreit er laut. Aber blinzelt erstaunt, dann geht ihm erst auf, was diese heftige Reaktion bedeuten muss. Der Händler wird blass, als er Arboschs Blick bemerkt. Ich rufe die Garde, wenn ihr mich nicht in Frieden lasst, brüllt er. Seelenruhig läuft Arbosch zum Ausgang und als Gorm schon erleichtert aufatmet, hängt er das Geschlossenschild vor die Tür und schiebt den Riegel vor. Mit einem Sprung ist Arbosch wieder bei dem Händler und packt den entsetzten Kerl am Kragen. Und jetzt raus mit der Sprache, zischt er gefährlich leise. Gorm Doldrecht sackt zusammen. Ich weiß nichts, jammert er, gar nichts. Aber schnimmt einige Riemen von den Regalen und bindet damit den Händler, der erst gar nicht auf den Gedanken kommt, sich zu wehren. Ein sauberes Tuch als Knebel vervollständigt das Werk. Eine Durchsuchung des Hauses ergibt nichts Verdächtiges. Xania packt den verschnürten Händler und legt ihn auf einen Tisch im Nebenraum. Wir werden nun eine fachkundige Befragung durchführen, erklärt sie mit gespielter Kompetenz und nimmt ein großes Messer aus dem Sortiment. Sollten wir nicht vorher den Knebel entfernen? Fragt Rondran besorgt, als Xania prüfend das Messer an verschiedene Körperpartien des Händlers hält. Das können wir immer noch tun, falls er innerhalb der nächsten halben Stunde nicht antwortet, entgegnet Xania gelassen. Der Händler windet sich vor Angst.
Still, faucht Xania ihn an. Dann nagelt sie ihm das rechte Ohrläppchen mit der Messerspitze an die Tischplatte. Gorms Augen treten aus den Höhlen, aber er wagt es nicht, den Kopf zu bewegen. In aller Ruhe zieht Xania das Messer aus Tisch und Ohr und reinigt die Spitze mit dem Knebel, den sie dem Händler abnimmt. Ein Laut und das Messer steckt in deiner Kehle, droht Xania dem Gefangenen an. Gorm Doldrecht ist ein jämmerlicher Feigling und Xania hat das erkannt. Mit zitternder Stimme beginnt der Händler zu berichten. Es war mitten in der Nacht, sie kamen zu zweit mit einem Wagen aus der Feste. Hatten nur die Truhe dabei, voller Amulette. Schön hergerichtet, aber völlig wertlos. Sie wollten, dass ich sie an die Orks verteile, haben gut bezahlt. Mich bedroht, falls ich etwas verraten sollte. Entsetzt verstummt Gorm, als ihm bewusst wird, dass er genau das gerade getan hat. Das Messer, welches Xania inzwischen auf Gorms Nasenspitze balanciert, erinnert den Händler an die unmittelbare Gefahr. Aus der Feste? Wer? Fragt Xania. Ängstlich schielt der Gefesselte nach der Messerspitze. Der Richter Bosbojanuk und irgendein Gardist, ich kannte ihn nicht. Gedankenverloren spielt Xania mit dem Messer über Gorms Gesicht herum. Holla, staunt sie schließlich, die Spur ist ja wirklich, scheint ja wirklich heiß zu sein. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, knüpft Xania die Riemen auf und legt sie in das Regal zurück. Dann steckt sie das Messer zurück in das Sortiment. Als der Händler gerade die Kontrolle über seine Glieder zurückerlangt, entriegelt Xania die Tür und hängt das Schild wieder ab. Danach verlässt er den Laden, wobei Xania dem Händler noch einen schönen Tag wünscht. Meine Güte, ich wusste gar nicht, dass sie so eine sadistische Ader hat, die liebe Xania. Und dann ist es, glaube ich, zu spät, um den Richter noch aufzusuchen. Von daher Zeit, mal wieder ein Gasthaus anzurufen, anzulaufen. Zu besuchen, ja. So, 18 Uhr. So, wieder ganz bei Kräften. Bereitet sich jetzt Xania darauf vor, den Richter zu stellen. Das Gericht hat geschlossen. Öffnungszeit mit Ausnahme des Preistags an allen Tagen von Beginn der dritten Morgenstunde bis zum Ende der vierten Nachmittagsstunde. Es ist Preistag. Ha 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 ha. Wie toll. Na dann. Können die Helden sich nochmal hinlegen. Na subi. So, schön den Preistag verschlafen. Und jetzt auf ins Gericht. Da ist er ja. Okay, wir können ihn scheinbar nichts anhaben soweit. Das ist ärgerlich. Dann, denke ich, können wir nochmal bei Tarik vorbeischauen, oder? Hallo, kommt da rein. Was habt ihr auf dem Herzen, Bosbojanuk? Naja, wie ihr mittlerweile sicher mitbekommen habt, gilt er offiziell als mein Auftraggeber. Hin oder wieder holt sich der Richter gerne mal einen Mann ins Bett. Ugh. Aber mich hat er nicht reinlegen können. Die meisten Verhaftungen in Riva gehen wohl auf seine unstillbare Gier nach Abwechslung im Bett zurück. Was? Sein Benehmen hat sich allerdings auch in dieser Beziehung auffällig geändert, seit er vor einigen Jahren krank war. Das Seltsame daran war, dass er gar keine richtige Krankheit, dass es gar keine richtige Krankheit war. Erst wäre Januk fast daran gestorben, dann hat er sich plötzlich von alleine wiederholt. Die Kräuterkundigen waren lange Zeit genauso ratlos wie die Magier.
Ja, okay, das ist, das hilft uns mal gar nicht, ey. Komisch. Was? Wieso? Ja. Tja, keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen soll. Können wir dem Richter nicht sprechen? Können wir ihn jetzt nochmal unter Druck setzen? Wahrscheinlich nicht, ne? Super, nö. Ich habe keine Ahnung, ja, was wir jetzt machen sollen. Normalerweise lungern wir dann ja in der Kanalisation herum, aber wahrscheinlich bringt das auch nicht so viel. Tja. Gut, Mirelle erhält plötzlich einen kräftigen Schlag in die Seite und fühlt ein schweres Gewicht auf ihrer Schulter lasten. Kakakanschu, ninisch, aufpassen, wo langläusch, lalanrade, lallt eine tiefe Stimme. Mirelle beschließt höflich zu bleiben und tritt zur Seite. Es ertönt ein dumpfes Geräusch, als der Seemann seines Hals plötzlich beraubt, Bekanntschaft mit dem Boden schließt. Der Betrunkene gibt noch einige unverständliche Laute zum Besten, dann rollt er sich mitten auf der Straße zusammen, um seinen Rausch auszuschlafen. Na dann. Viel Freude. So, der Rattenfänger ist nicht zu Hause. Wollt ihr euch in der Wohnung umschauen? In der Hütte des Rattenfängers ist kärglich ausgestattet. Ihr findet nichts von Interesse. Achso, wir können... Ah ja, okay. Ja, Subi, keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, um dieses Video zu beenden. Also. Auf bald!